Herzlich willkommen zu einer neuen astrologischen Prognose. Und heute schauen wir uns einmal Strukturen der Macht in einem Horoskop an. Das ist natürlich auch interessant für dich, auch wenn es heute in erster Linie um Wladimir Putin geht. Und natürlich auch die Frage, wie wahrscheinlich ist denn jetzt so eine noch höhere Eskalation dieses Ukraine-Konflikts? Also wie wahrscheinlich ist es, dass der Druck steigt, dass es noch einmal passiert, dass es noch höher kocht, dass es natürlich bis zur letzten Konsequenz natürlich dem Einsatz von Atomwaffen kommen könnte? Das ist natürlich die Frage, die wir uns heute anschauen werden anhand des Horoskops von Wladimir Putin. Und heute geht es einfach auch um die Machtstrukturen und das Streben nach Macht. Wie sieht man das eigentlich im Horoskop? Gibt es eigentlich sowas wie gute Macht auch? Das werden wir uns alles anschauen. Und ich habe heute extra mal ein Top Gun T-Shirt angezogen. Nicht jetzt, um zu sagen, yeah, Amerika ist toll, sondern um dir vielleicht in Erinnerung zu rufen, vielleicht hast du ja Top Gun gesehen, vielleicht kennst du den Film mit Tom Cruise, den ersten, zweiten Teil, ist ja noch nicht so lange her, der zweite. Und bei Top Gun sieht man ja, wie cool eigentlich Marine ist, wie cool eigentlich Krieg ist, ja, also wie lässig das ist, mit diesen Geräten zu hantieren, dieser Gierporn, der da vorherrscht. Und du hast natürlich eine ganz klare Schwarz-Weiß-Zeichnung. Du weißt, wer sind die Guten, wer sind die Bösen und hast eine einfache Mehr. Und und im Prinzip ist natürlich dieses ganze Konstrukt Kriegsmaschinerie ist etwas Cooles. Und dafür steht ja wohl Top Gun wie kaum ein anderer Film. Jetzt ist es natürlich jedem klar, dass das nicht ganz so sauber und so rein ist, wie das oft einmal verkauft wird. Und gerade jetzt, wenn wir einen Bösewicht präsentiert bekommen, so wie Wladimir Putin jetzt gerade präsentiert wird, natürlich im Westlichen, der Russe Putin an sich, als der Böse, als der Aggressor, dann ist es schon mal spannend. Schauen wir uns das mal einfach aus der astrologischen Sicht an. Kann man das nachvollziehen? Wie tickt denn dieser Wladimir Putin und ist der wirklich zum Äußersten fähig, so wie uns da die Angst gemacht wird? Macht an sich, und das ist jetzt mal so eine Grundeinstellung von mir, Macht wird erlangt in unserer Welt wahrscheinlich durch Geld oder in der kapitalistischen Gesellschaft ist wahrscheinlich Geld gleich Macht oder man glaubt, dass Geld gleich Macht ist. Und wie kriege ich mehr Geld? Natürlich auch irgendwie durch Propaganda und durch diese Propaganda oder Neudeutsch Marketing kann natürlich da ganz gut was in Bewegung gebracht werden. Und in diesen ganzen Machtstrukturen, in diesen ganzen Machtmechanismen und jeder von uns hat Macht irgendwo im Horoskop drinnen. Ja, jeder hat von uns Pluto-Machtthemen angelegt und Skorpion ist das Thema Macht und Macht. Die Frage ist nur, wie wird es gelebt? Also es ist nicht so, dass ich sage, ich strebe überhaupt nicht nach Macht. Das stimmt so nicht. Du strebst vielleicht auf einem anderen Bereich als im Außen nach Macht, aber jeder strebt irgendwo nach dieser Macht und wenn es nur die Eigenermächtigung ist, die natürlich dann auch sinnvoll ist. Aber diese Macht braucht einfach immer eine gewisse Propaganda, braucht immer eine gewisse Masche, dass sie erhalten wird. Also ich denke, das gehört ganz gut zusammen. Auch wenn ich sage, eine Marke gehört gestärkt. Ja, wie wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt einfach eine Marke stärken, irgendein Produkt, denk an irgendwas, ob das jetzt Food ist, ob das ein Turnschuh ist, ganz egal. Und diese Marke muss sich natürlich über Botschaften dann positionieren und muss die Macht stärken. Und so ist es, denke ich, auch in der Politik. Also jeder Politiker, es geht ja nur darum, diese Macht zu erhalten und diese Macht dann auch über Propaganda natürlich noch einmal, wenn möglich, zu untermauern. Und wenn dann, so wie es in der westlichen Welt ist und womöglich auch in Amerika dann ist, dass man sagt, okay, der Krieg ist eine gerechte Sache, alle anderen sind die Bösen und wir sind die Guten und das wird so vereinfacht runtergebrochen, dann ist das natürlich eine ganz, ganz bedenkliche Geschichte. Und wir hatten ja eigentlich, und ich rede bewusst in der Vergangenheit, wir hatten ja eigentlich doch ein differenzierteres Bild, meines Erachtens nach, in der
in Mitteleuropa auf den Krieg, dass man sagt, okay, man kann nicht einfach gut böse hernehmen als Rhetorik. Es gibt jetzt nicht nur schwarz-weiß in der echten Welt, es gibt Grautöne, es gibt Schattierungen. Aber man muss sich da mehr anschauen. Und gerade in einem neutralen Land, wie es Österreich ist, sollte man da dreimal hinschauen können. Natürlich kann ich mir eine Meinung erlauben, aber ich bin auch persönlich der Meinung, dass man da schon differenzieren sollte. Und da geht es jetzt nicht darum zu sagen, ich bin für X oder gegen Y, also dass ich da Partei beziehe, denn ich denke einfach, die Mystik und die Astrologie, genauso wie die Mystik, die ist für mich eine mystische Wissenschaft, ja, die sollte nicht Partei ergreifen. Aber wir schauen uns heute jetzt einmal so dieses Staatsoberhaupt Russlands an, eben diesen Wladimir Putin, da kommen wir jetzt mal dazu. Und falls du bei dir auch mal aufräumen möchtest und vielleicht auch Machtstrukturen dir anschauen möchtest, dann schau dir vielleicht meinen Kurs an. Am 23. Juni halte ich einen Workshop live in Linz, Erkennen und Lösen toxischer Verhaltensmuster. Also wo erkennst du das bei dir und wie löst du es auf und auch bei anderen? Also schau dir das mal an. Video läuft ja gerade, ist gerade eingeblendet. Und jetzt schauen wir uns mal Wladimir Putin an. Und Putin ist ja, das überrascht vielleicht manche, ist eine vage Sonne. Ne? Und die Geburtszeit, bitte, ich habe sie aus einer Datenbank, ist jetzt mit 9:30 Uhr angegeben. Und ich gehe jetzt mal nach dieser Geburtszeit 9:30 Uhr am 7.10.1952 in Sankt Petersburg geboren. Und anhand dieses Horoskops analysieren wir das mal. Ja, das sind die Daten, die mir zugrunde liegen. Und dann schauen wir uns das mal an. Wir haben eine vage Sonne. Das heißt, das wäre ja jemand schon, der diplomatisch ist. Und wir haben diese diplomatische Sonne, diese eigentlich sehr um Ausgleich bemühte Sonne. Die hat natürlich dann auch einen Aszendenten und dieser Aszendent ist Skorpion. Und der Skorpion-Aszendent, und da haben wir es ja schon, da geht es ja immer um Transformation und ich habe schon gesagt, also es geht immer um etwas, da gehört etwas gewandelt. Ja? Und wo steht denn jetzt der Herrscher von diesem Aszendenten? Also wo lebt denn Putin dieses Thema? Und das ist direkt an der Spitze des 10. Hauses, das heißt bestimmend für sich, also bestimmend für andere werden, aus sich heraus für andere werden. Und das auch noch dazu im Löwen. Das heißt, ich trete als jemand auf, der Machtthemen repräsentiert. Ich trete gerne auf als jemand, der mächtig ist. Und diese Macht möchte ich auch nicht, dass die irgendwie in Frage gestellt wird. Ja? Ich bin immer zu Gesprächen bereit. Also die diplomatische Sonne würde das so ausdrücken. Ja? Und auch der Merkur, der da drinnen steht, in der Waage. Aber Merkur ist zusammen, und das ist ja der Planet der Kommunikation auch, und der ist ein bisschen so mit Neptun zusammen, und das ist im Zwölferhaus oft einmal so ein bisschen, dass man nicht ganz ehrlich ist, dass man nicht ganz das ausdrückt, was man dann meint. Also da ist schon immer so eine gewisse Agenda dahinter, und das passt auch immer zu Pluto. Pluto ist nie. Gerade auch Leute, die einen Skorpion-Aszendenten haben, das sind keine Menschen, die etwas tun, ohne schon vorher darüber nachgedacht zu haben oder eine gewisse Agenda zu haben. Also generell bei Skorpionen, die haben meistens eine Agenda, die haben meistens irgendeinen Plan in der Hinterhand. Also das sollte man immer, das, de dessen sollte man sich bewusst sein. Das ist nicht einfach nur, oh, ein Zufall, oh, einfach so. Nein, da ist schon meistens eine Agenda dahinter. Was auch auffällig ist, ist der Mars im 3. Haus. Das heißt, wie handelt er? Und also Mars, 3. Haus, ist auch noch gerade so, pardon, 2. Haus, also der Mars im 2. Haus, ist auch noch so im Skorpion. Und da geht es eben auch noch einmal so, da geht es eigentlich noch einmal um eine Erweiterung auch so dieses Machtpotenzials, also seine Grenzen erweitern. Also das ist schon ein Streben nach Macht, meines Erachtens nach. Also das ist schon jemand, und da, wenn du das nicht angelegt hast, denke ich, kommt man nicht in diese Position rein, wo Putin ist. Also das ist da schon ganz eindeutig angelegt. Und das eben auch mit Mars, natürlich nicht immer mit den feinen englischen Methoden, sagen wir mal so.
Putin wirkt auf jeden Fall charismatisch und charmant. Also das kann man schon so sagen. Da, mit dem Jupiter im Außenauftritt, im Stier, da wirkt jemand schon als jemand, der möchte etwas Gutes tun, der möchte da etwas verbessern für alle. Also das hat er da schon drauf. Und er hat natürlich auch noch einmal mit Saturn, Sonne, Konjunktion eine irrsinnige, ja, eine irrsinnige Sturheit, möchte ich da sagen, und schon eine ganz, ganz starke, starke Vorstellungskraft. Dieses Horoskop schreit übrigens auch Mutterthemen. Ja? Und das sind, ich kenne mich jetzt in der Historie, in der Familienhistorie nicht aus, habe das auch nicht recherchiert, aber wenn man sich das so anschaut, viertes Haus im Wassermann und dann hat der Mond, hat dann auch noch mal ein anderthalb Quadrat zu Saturn drauf. Also das sind jetzt nicht so die besonders sexy Mutterthemen, beziehungsweise nicht greifbare Mutter, also das könnte da schon sein. Und natürlich auch, man kann dann das Gefühl auch ganz gut, denke ich, abschalten. Ne? Dazu kommt dann noch Uranus, also das ist schon, also Uranus im Quadrat zur Sonne und Uranus im Halbquadrat zum Mond. Und Uranus ist ja jemand, der möchte immer so ein bisschen was vergrößern, extravagant. Ja? Und das ist schon so ja, fast eine ideologische Manie, möchte ich da sagen, weil der Uranus steht im Neunerhaus und das Neunerhaus ist so, ist natürlich auch so die Ideologie, ist so, dass das ist ein bisschen so diese Sinnsuche auch und das ist so dieses Übertrieben, ja, und das Übertriebene, das Rausheben, ja, rausgehoben werden. Und das ist natürlich schon auch was, das kann so ein bisschen so auf himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, also sehr starke Schwankungen kann das dann da auch machen. Ne? Merkur, Neptun habe ich schon gesagt und es gibt auch noch Uranus, ein Uranus-Neptun-Quadrat zusammen. Also das ist auch noch einmal so eine, ja, ein bisschen so ich würde sagen, das ist so eine Manie, wenn ich jetzt sage Geisteskrankheit, ist das nicht ganz der richtige Ausdruck, aber das ist etwas, was sich im Inneren abspielt. Also das sind so ganz starke innere Prozesse, wo man eben sagt, da muss was womöglich sich ändern, da muss immer was sich wandeln. Aber unter dem Zeichen der absoluten Machterhaltung. Und da gibt es, denke ich, in diesem Horoskop auch keine Zweifel. Das ist definitiv ein Machtmensch, das ist ein Mensch, der auf den Erhalt der Macht pocht. Und dieser Uranus, Neptun im Inneren, das ist so eine innere Unruhe auch. Also das kann auch sein, dass man da ein bisschen eine Paranoia entwickelt, was ja zu einem ehemaligen Spion durchaus, das könnte man sagen, würde ja ins Berufsbild ganz gut passen. Ist dieser Mensch unzurechnungsfähig? Nein, das denke ich nicht. Ist dieser Mensch ein Stratege und ein Taktiker? Ja, auf jeden Fall. Also das sieht man da schon in diesem Horoskop. So, und also das wäre jetzt mal Wladimir Putins Geburtshoroskop. Und wenn wir jetzt weiterschauen, und wir schauen uns jetzt mal die aktuellen Transite an, die da drauf sind. Und da gibt es natürlich schon einige Auslösungen. Und vielleicht fällt dir schon mal auf, im siebten Haus, im Begegnungshaus, ist da gerade der Uranus. Also das, was ich gesagt habe, das, was den im Inneren so umtreibt, also wo immer wieder so Antriebe sind, wo immer wieder so Umbrüche sind, das hat er jetzt in der Begegnung. Das heißt, ihm begegnet jetzt auch so dieses. Man kann auch sagen, das Neue begegnet ihm im Außen, die neue Zeit begegnet ihm immer mehr im Außen, ja, das Wassermann-Zeitalter begegnet ihm. Und Wassermann ist ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass man sagt, da wollen alte Machtstrukturen erhalten werden. Also das ist genau das Gegenteil eigentlich. Und das drückt er jetzt auf diesen Machtmenschen hin. Und da glaube ich schon, dass das natürlich eine unangenehme Energie ergibt. Ja. Und wir haben eben diesen Druck nicht nur, also wo zeigt sich's? Wir haben Uranus jetzt eben im siebten Haus, im Transit von Putin, das heißt, das ist das Begegnungshaus, aber wir haben auch ein Quadrat zwischen Putins Pluto und dem Uranus, der ihm begegnet. Und das ist natürlich schon die Eskalation, diese Machtumbrüche, Machtzerwürfnisse, da bröselt etwas, da bröckelt etwas. Und das kann sein, dass es auch Russland intern schon Macht, also dass da schon an dieser Macht
gesägt wird, dass es auch da schon, dass es auch da auch nicht mehr so klar ist, dass diese Position nicht mehr so gefestigt ist. Und zusätzlich natürlich auch dieser Konflikt, der jetzt mit der Ukraine sich aufschaukelt. Also da sieht man schon, dass das eine gewisse Labilität erlangt, diese Situation, und auch ein bisschen aufgeladen wird das Ganze. Was wir auch noch drauf haben jetzt, also es ist natürlich, wenn man sich Pluto, also den Pluto anschaut, generell von Putin, da ist jetzt auch gerade ein Quadrat zu Merkur da. Also noch einmal die Rhetorik, die Kriegsrhetorik verschärft sich mehr, die Machtrhetorik wird jetzt noch mal lauter. Das habe ich auch in der Juni-Vorstellung gesagt. Also das wird jetzt lauter. Die Frage ist natürlich, wird das auch umgesetzt? Und das würde ich jetzt so, sehe ich jetzt so noch nicht. Ich sehe zwar immer die Überraschung, ich sehe zwar immer dieses Kuddelmuddel, aber dass ich sage, okay, da gibt es jetzt einen Atomkrieg oder so, das sehe ich nicht. Aber die Rhetorik verschärft sich eindeutig. Und ja, da wird jetzt halt sehr viel gebellt. Die Frage ist natürlich, wie viel wird gebissen? Das sieht man da jetzt nicht. Aber als Individuum merkt man, dass dieser Wladimir Putin da jetzt schon einen Druck spürt, dass er spürt, diese Macht kann nicht mehr ewig gehalten werden. Das kann auch sein. Das spürt, denke ich, schon die Seele auch. Also das merkt man ja auch, wenn man sagt, ein Umbruch wird da jetzt mal stattfinden. Und da ist auf jeden Fall eine starke, starke Transformation. Außerdem siehst du ja auch, er hat den Pluto, hat er jetzt genau im Dreierhaus stehen. Das ist ja eben auch der Ausdruck. Das heißt, es ist auch noch einmal so diese Schärfe, diese Härte, dieses Nein, ich weiche keine Millimeter zurück, diese Rhetorik. Dieser Pluto steht allerdings jetzt auch eben im Wassermann. Da muss man dann nochmal schauen, kurz zurück in Steinbock, wo es ja wirklich um die Macht geht. Und jetzt ist er fix im Wassermann. Und da muss man dann auch schauen, ob sich das nicht dann in einen, ja, ich möchte fast sagen, Propagandakrieg auch nochmal ausweitet. Der hoffentlich, weil der kostet dann, ja, so Gott will, weniger Menschenopfer, der sich dann einfach wieder nur darum dreht, ist, wie erhalte ich meine Macht und wie schreibe ich dann die Geschichte so, dass sie mich nicht vergisst? Wir haben ein Trigon zwischen Uranus und Saturn. Das ist einfach noch einmal, also dieser Uranus, das ist eben noch einmal so diese Ideologie, und der Saturn ist ja auch noch mal so die Einschränkung der Ideologie. Und mit diesem Trigon könnte es einfach sein, dass jetzt auch der Saturn quasi ein bisschen so dieses Überbordende, dieses Manische ein bisschen zurückschraubt, auch von Putin, also dieses ganz Sture, dass man sagt, okay, da findet man vielleicht über den Saturn, über dieses Reglement eine andere Lösung, eine friedlichere Lösung. Und das, ja, das würde man dann schon so sehen können. Außerdem hat der Saturn auch noch ein Sextil hin zum Jupiter, also eigentlich zum Diplomatenplaneten, der steht ja gerade im 7. Haus da bei Putin. Also wie begegnet er uns? Also das könnte schon sein, dass man sagt, okay, man findet versöhnlichere Ansätze in dem ganzen Dialog, der da jetzt stattfindet. Also das wäre das sicher wünschenswert. Wie gesagt, die Macht Putins ist extrem unter Beschuss momentan. Und ist auch die Frage, wie sehr das dann noch haltbar ist mit solchen Vorzeichen. Ist das eigentlich wirklich eine Transformation des Machtgefüges? Was auch noch ganz interessant ist, ist, dass der transistierende Pluto, dass der ein Trigon macht zum Mond von Putin und damit auch noch einmal diese Mutterthemen antackert, die ich vorher erwähnt habe. Also, wir haben da auf jeden Fall einen Menschen, der extrem in einem Wandlungsprozess drinnen ist, der ganz extrem, wo sich Machtstrukturen ändern, wo sich Altes, Festgefahrenes einfach jetzt auch wandelt. Und man kann sich natürlich nur wünschen, dass diese ganze Propaganda, der gute Krieg, der gerechte Krieg, die richtige Seite, die falsche Seite, dass sich dieser Wahnsinn hoffentlich dann einmal wieder ändert und dass man wirklich auch sagen kann, okay, man möchte eigentlich, wie jede Seele, denke ich, und wie jedes Individuum eigentlich den Frieden haben und den Frieden erhalten. Und ich wünsche, dass jetzt einfach auch uns allen friedliche Zeiten
Und friedliche Zeiten fangen mit zufriedenen Zeiten an. Also find diesen Frieden in dir, werd in dir im Kleinen friedlicher, zufrieden und dann wandelt sich auch das große Ganze im Außen. Ich bin kein Verfechter, dass ich sage, okay, wir singen alle Kumbaya und es wird den Weltfrieden geben. Dazu glaube ich zu sehr an eine duale Welt und eine gespaltene Welt. Aber ich glaube, dass du als Individuum das ja wohl mit aussteigen kannst und dass jeder die Chance hat, Zufriedenheit zu erlangen, egal in welcher Lebenssituation du gerade steckst. Das wäre es einmal für heute. Wie geht es denn dir mit der aktuellen Situation? Schreib es mir gerne in die Kommentare rein. Ja, und ich hoffe jetzt auch nochmal, dieses Machtthema, diese Pluto-Themen hat ja jeder im Horoskop, kannst auch du natürlich bei dir nachschauen, sind auch die Punkte der Verletzung und der Transformation bei dir im Horoskop. Also schau dir das einfach mal an. Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du natürlich gerne auch bei mir eine Analyse mal bestellen oder natürlich auch gerne mal eine Stunde nehmen. Und noch einmal die Werbung in eigener Sache. Am 23. Juni der Kurs, der Workshop Toxische Muster erkennen und lösen bei dir selbst und bei anderen wird ein schöner, schöner Workshop. Ich freue mich schon drauf und ich wünsche dir jetzt mal alles Gute, ein schönes, langes Wochenende hoffentlich. Und ja, bis nächstes Mal aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Rening. Tschüss.